Liebe Freunde da draußen, es ist Zeit für ein unglaubliches Video, wirklich. Wir befinden uns gerade, unschwer zu erkennen, in unserer Wohnung. Es ist 2 Uhr nachts, da sitzt Androschka und ich muss kurz sagen, ich kam gerade aus meinem Schlafzimmer, denn ich wollte schon schlafen, aber André hat gesagt, yo, Jan, du musst ins Wohnzimmer kommen, hier sind krasse Sachen passiert. Ich kläre euch ganz kurz auf, vor ungefähr einem Monat habe ich auf Twitter gepostet, yo, Leute, krasse Sache mit unserer alten Wohnung, da wohnen jetzt neue Leute drin und das sind Zuschauer von unseren Videos und die haben mich angeschrieben, yo, wir wohnen jetzt da drin, kommt doch mal vorbei, bla bla bla. So, darüber haben wir aber nie wieder ein Wort verloren. Aber jetzt ist was Unfassbares passiert. Ich reiche die Kamera rüber. Liebe Freunde, kommt mal her. Die Story ist echt witzig. Als uns diese Leute geschrieben haben, da waren wir in Berlin und hatten halt keine Zeit, bla bla, dann hat sich das alles so ein bisschen verlaufen. Und jetzt hatten wir die Idee, weil wir so ein, Hochhaus, halt ein Hausdach zum Drehen brauchten, haben wir gedacht, jo, wäre doch mega nice, wenn man das da machen kann. Ihr kennt noch die alte Wohnung, genau. Wir blenden mal ein Bild davon ein. Genau. Wäre halt nice, wenn man das da machen kann. Dachten wir auch so, ja, ist auch geil, wenn man wieder da wäre, so guckt, was da so ist und so. Und dann habe ich halt richtig lang gesucht. Jo, wo hat die geschrieben? Wo habe ich sie gefunden? Eine Freundin von der, die da wohnt. Die meinte dann so, es kommt auch gleich so eine Sprachnachricht. Unglaublich. Unfassbar. Die wohnen da nicht mehr und mussten halt ausziehen. Und der Grund ist... Stopp, stopp. Vielleicht können es die Zuschauer sich ja denken, wir haben Sachen erlebt. Hier kommen jetzt Quiz-Antworten. Denkt dran, was wir erlebt haben, Freunde. Tipp, 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 Tipp. Viele von euch werden jetzt trotzdem falsch liegen, denn 2 Antworten sind richtig und zwar diese hier. Bim, bim, bim. Mäusebefall und ein Wasserschaden. Die Kenner unter euch wissen es noch, im Badezimmer, da war immer so ein Wasserfall. Wasser von der Decke. Ja. Und die Mäuse jetzt pieps, pieps, genau. Hier nochmal als Sprachdatei und Ausschnitte, dass ihr weißt, wovon wir reden, dir wichtig. Ihr hatte halt da Mäuse, weil da irgendwie so eine große Loch in der Wand ist. Und die hatten so einen Wasserschaden. So, haben wir uns alle gemeinsam eure Videos angeguckt. Und dann sind die auch zum Anwalt gegangen und haben geguckt, was für Rechte sie haben und alles. Und ja, da ist halt immer noch nichts gemacht worden. Und wir hatten halt, wie gesagt, das gleiche Problem. Ihr habt selber gehört. Die Story geht jetzt aber noch weiter. Die haben dann so geguckt, so sich ein bisschen diese Videos angeguckt von uns und sind halt drüber gestolpert über diese... Videos von damals von uns, wo wir genau auch da das gefilmt hatten mit diesen Mäusen, mit diesem Loch in der Wand. Genau hier dieses Loch nochmal. Die haben da halt auch dieser Wasserschaden und so, das haben wir alles gefilmt. Und dann haben die so geguckt, so, ja, okay, krass, diese Schäden waren schon vorher da, ist ja ein Beweis, da ist ja sogar mit Upload-Datum und so alles drin. Und dann sind die zum Anwalt gegangen und haben sich halt beraten lassen, was man da machen kann, weil halt diese Schäden und diese Zustände nicht ausgebessert wurden, bevor man die Wohnung vermietet. Und jetzt haben die eine neue Wohnung und die sind jetzt so gut wie da ausgezogen. Wir probieren jetzt nochmal so zu klären, so, yo, falls sie noch Schlüssel haben, dass man dann da nochmal rein kann. Das wäre natürlich mega geil. Das heißt, Leute, ihr müsst euch das vorstellen, dieser Anwalt hat sich an den Schreibtisch gesetzt und diese alten A-Prem-TV-Beweisvideos sich angeschaut und daraufhin jetzt da irgendeine Klage oder sowas eingeleitet. TV, der Retter, der Barmherzigen. Der Gerechte. Ja, genau. TV ist so ein rechter Paladin. Kanal. Nein, ich meine jetzt nicht politische Orientierung. Auf jeden Fall probieren wir jetzt noch da zu drehen. Wäre mega witzig, weil angeblich, ach ja, genau, das kommt noch dazu. Man muss ja bei Wohnungen immer so Kaution bezahlen. Und das war da schon viel eigentlich. Ich weiß, wie viel war das so? Können wir eh nicht sagen. Auf jeden Fall war es sehr viel Geld. Und genau, weit im vierstelligen Bereich. Ganz, 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 ganz. Da ist der. Auf jeden Fall. Als wir ausgezogen sind, hat uns der Vermieter nochmal so gut Geld abgeluchst. Und da so, ja, hier ist ein Schaden, da ist ein Kratzer. Und wir haben halt echt nochmal viel Geld da gelassen. Aber kannst halt nichts machen, ne? Und jetzt ist das so, diese Wohnung soll angeblich so eine Baustelle sein. Und da ist alles aufgerissen. Oben dieses ganze... die Mäuse nagen sich dadurch. Und oben dieses Wohnzimmer wurde doch komplett tapeziert und alles ab und Boden neu und so. Das ist jetzt angeblich alles wieder Baustelle. Ja, unglaublich, Freunde. Es ist wirklich erstaunlich, was wir jeden Tag wieder für neue Geschichten erleben. Aber das macht das Leben spannend und lebenswert, dass immer neuer Trouble für euch da draußen zum Erzählen ist, Freunde. So ist es. Das ist die Wahrheit. Das wollten wir euch erzählen, liebe Freunde. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Vielleicht ist die Geschichte jetzt auch
einfach vorbei, wir kommen nicht mehr in die Wohnung. Das wäre natürlich sehr schade. Wenn, ne? Dann haben wir da was Cooles vor. Auf jeden Fall, das wird ein gutes Video. Und wenn, wird's cool. Und wenn nicht, dann können wir es nicht drehen. Und das nie wieder ein cooles Video bei uns. Mediakraft Tower. Die haben ja unten in dieser Eingangshalle hatten die so einen Tower. Ich habe mir so sagen lassen, dass der so umgerissen wurde. Hat sich mehr umgerissen. Keine Ahnung, habe ich so gehört. Ja. Das war's für heute. Wir sehen uns dann wieder. Die Days, liebe Freunde, vergesst es nicht. TV, bester Kanal. Oh. Wir müssen noch ein Abo-Special machen. Kommt noch, schreibt, was ihr sehen wollt. Aber ihr wisst es, TV, da muss man Fick drauf geben. Also irgendwas Krankes oder... Ach, ihr kriegt schon hin. Ciao.